Bande Suleiman Ra peda koni do bokoshi. Sie hat recht. Die Armee wird immer stärker. Ha! Halte X, um einen Powerangriff auszuführen. Oh, scheiße. Das sieht mir schon mächtig aus. So, wir probieren einfach mal. Okay, geht nicht. Schade. Ich wollte jetzt eigentlich mal meine Kraft... Achso, wir haben keinen Slot mehr von Sand der Zeit. Aber dafür jetzt. Ah, sehr schön. Dann werden damit also... die ganzen Monster auf die Seite geschlagen, beziehungsweise auf den Boden. Das ist doch sehr schön. Dann können wir auch ganz einfach die Dicken hier auseinandernehmen. Oh, Sand. Sehr schön, sehr schön. Und wenn wir Glück haben, werden auch einige direkt getötet. Ah, du lebst noch, aber nicht mehr lange. Gut. Sehr schön. So, wir haben ja jetzt gesehen, wo wir hin müssen. Und die Kamera sagt ja... Upsala, nein, so. Hä? Und husch. Gut. Oh Gott, das sind immer solche weiteren Dinger. Ah, aber wir schaffen es natürlich ohne Probleme, denn wir sind der Prinz von Persien. So, mal ausprobieren. Ah ja, genau, das funktioniert auch. Wunderbar. Also das Schnalle. Das schnelle Hin- und Herspringen. Achso, müssen wir nach da oben? Ja. Oh, Schwein gehabt, ey. Und, oh, sehr schön abgefangen, Prinz. So, weiter geht's. Ah, jetzt auf einmal kommen wir. Kommen hier Klingen raus. Das ist natürlich... Und weitere Monster. Die wir natürlich direkt töten werden. Komm schon. Au. Ihr habt nichts zu lachen. Oh shit. Wir haben ja kaum noch Energie. Wir sind gleich... Oh, Schwein gehabt. So, komm schon. Ja, sehr schön. Und schon wieder ein Upgrade. Oh, wir können uns upgraden wie sonst was. So, wir sollten uns auf jeden Fall noch einen Energieslot holen. Ah, damit wir hier auf jeden Fall mehr Sand aufnehmen können. Ja, die Änderung möchte ich annehmen. So, jetzt haben wir 6 Energieslots. 6? Ja, 6 Stück. Und das Spiel speichert gerade zwischen. Und komm, komm. Oh, Schweingerprinz. Naja, nicht Schwein gehabt, das war natürlich gekonnt. Und man sollte eigentlich immer die gesamten Vasen und Körbe zerstören, damit man genug Sand und Energie bekommt. Nicht, dass man da irgendwann mal was stehen lässt und vergisst. Oh, hier leuchtet es blau. Hier ist irgendwo in der Nähe wieder eine Statuette. Die auch wieder einiges bringt. Nur wo? Ah, da. Captain Obvious. Nur ein Powerangriff kann diese Statue zerstören. Weg mit dir. Oh yeah, wir haben schon die Hälfte für die Upgrades. Upsala. Nein, da kann man nicht hoch. Okay, wo muss ich dann hin? Bitteschön, 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 bitteschön. Da geht es nicht. Da auch nicht. Aber, achso, wir können ja einfach hier rüber springen. So, da kommen wir her und dann versuchen wir es mal hier drüben. Ja, gerade so geschafft. Wunderbar. Und mal wieder nichts. Ha, shit. Zurück. Gut, dass wir genug Sand übrig haben. Und weiter geht's. Durch das Tor zu einer weiteren Videosequenz.
Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich glaube, da möchte jemand zu uns kommen. Oder der hat was gegen uns. Ich glaube, das wird so der erste Zwischenboss-Gegner, gegen den wir... Ah, shit! ...spielen dürfen. Oder müssen. Boah, das hätte uns fast das Leben gekostet. Oh, wir haben nur noch 3 Slots Sand. Alter! Was bricht denn da alles ein, ey? Jetzt habe ich nur noch 2 Slots Sand. Shit! So, erstmal mit euch allen ein bisschen Spiel. Erstmal die Dicken ausschalten. Die Kleinen kann man auch noch später ausschalten. Die Dicken sind auf jeden Fall erst wichtig, dass die weg sind. So. Ah, so schön wegtreten. Einmal in den Bauch. Das zweite Mal. Wunderschön. Wir haben wieder Sand. So, jetzt mal kurz schauen. Wo müssen wir lang? Ich glaube... Kommen wir nach da oben? Nein. Müssen wir hier lang? Ich glaube aber auch nicht. Ah, da ist was. Okay. Und renn und spring und zieh. Was machst du? Ah, wunderbar. Oh. Oh, shit. Schon wieder Heilandsack. Gut, dass wir so recht viel Sand übrig haben. So, Leben. Nichts. So, okay. Hier stürzt es wenigstens mal etwas nicht ein. Das ist doch gut. Und hüpf. Kurz warten. Am besten immer, wenn wir an so einem so eine Aufgabe haben. Kurz warten, kurz bevor man abrutscht, warten, also mit dem Springen. Also man läuft und dann... Shit. Gut, das schaffen wir auch so. Das hätten wir uns auch sonst sparen können. Also bei solchen Absprungsachen meine ich jetzt einfach ein bisschen bis kurz vorm Ende, bevor man abrutscht und runterfällt, warten. Videosequenz. Oh, Scheiße. Oh, Doppelscheiße. Oh, fuck. Ich glaube, da ist jemand sauer. Probieren wir es so. Der erste Bosskampf. Einfach auf ihn drauf. Auf ihn drauf. Ah, shit. Am besten. Oh, yeah. Ein schön Special. Wir müssen... Shit. Gucken, dass wir ihn auf jeden Fall irgendwie umnieten können. Oh, Kacke. Komm schon, komm schon. Er ist schon halb down, er ist schon halb down. Weg mit dir. Komm, komm, komm. Ja, wir haben ihn, wir haben ihn. Wir haben ihn gleich. Ach du Scheiße, wir haben kaum noch Energie. Oh, fuck. So, und immer schön von hinten angreifen. Nie von vorne. So wie es aussieht. Weil der ist doch ein bisschen stark, der Junge. Wir müssen jetzt auf jeden Fall... Gut, gut, gut. Danke, dass du uns Energie gibst. So, der erste Endboss, Zwischenboss, ist tot. Wunderschön. Und schon wieder ein Upgrade. Wir werden ja mit Upgrades belohnt heute. Das ist ja wunderschön. So, Gesundheitsupgrade. Oder Steinrüstung oder Flammensprung. Ein Flammensprung folgt dir und schadet jedem Feind, der damit in Berührung kommt. Bei Aktivierung wird die Energie eines Slots benutzt. Können wir das? Ja, können wir. Benutzen wir auch direkt. So, wir sehen hier links oben jeweils die Kristalle. Das zeigt uns dann an, welcher Slot benutzt werden muss. Jetzt komm schon. Prinz.
Der stellt sich auch an wie das letzte Kind hier. So, komm schon. Oh, gut, gut, gut. Das war dann doch richtig. So, wunderbar. Das müssen wir jetzt machen. Müssen wir hier hoch? Nee, hä? Prinz? Können wir hier irgendwo durch? Nee. Wir können da auch nicht rüber. Okay, vielleicht müssen wir einen... Ah, ja, okay. Einen Wandsprung. Ein Wallrun mit Sprung. So. Und hier hoch. Und dann einen Wandrun. Ein Wallrun, so. Okay. Ach du Scheiße. Ist das nicht ein bisschen zu strange, was die hier von uns verlangen? Oh, ich hasse diese Blickdinger. So. Ach, weil das muss man richtig timen. Oh. Au. Ah, Kacke. Okay. Shit. Der letzte Slot. Nein. Shit. Und gestorben. Aber wir fangen ja recht früh wieder an. Oder spät, besser gesagt. Ah, das ging direkt in den Bauch. So. Au, ach shit. So. Oh, Schwein gehabt. Hüpf und weiter geht's. Ach, das gibt's doch jetzt nicht. So. Nochmal. So, wunderbar. Diesmal haben wir es auf Anhieb geschafft. Oder auch nicht. Ach, Kacke. So, und... Ja, wunderbar. Wir konnten drüber springen. Und ich hoffe, hier gibt es wieder Energie. Die Angreifer müssen beim Anblick der Kreaturen den Rückzug angetreten haben. Das kann ich gut verstehen. Hoffen wir es mal. Oh Gott, wir sind kurz vor Ende. Ah, da kommt wieder Energie. Sehr schön. Also Lebensenergie. Okay, ach, da ist noch eine Karaffe. Wunderbar. Die bringt Sand und Energie. Also, wer Prince of Persia kennt, weiß, was hier passiert. Genau das. So. Puh, das war knapp. Und schon wieder ein paar Dicke. Aber wir haben ja schöne Kräfte. Probieren wir mal den Feuerschweif aus. Sehr schön. Sie werden verbrannt. Ah, gut, dass wir das schon haben. Damit können wir wenigstens diese Kackviecher verbrennen. So. Wunderbar. Und wieder etwas Energie. Sand wäre mir eigentlich lieber. Ah, Prinz, jetzt schlag doch nicht immer gegen die Wand. Die Wand kann auch nichts dafür, dass du die Töpfe nicht triffst. So rum. Oh, ich muss mal kurz husten. So. Und jetzt müssen wir hier ein bisschen schneller sein als die Pfeile, die aus dem Boden kommen. Aber das kriegen wir ja locker hin. Och, nee. Zwischenspeichern. Aber wir holen uns erstmal die Krüge hier. Die haben wir dann auch sicher. Oh Gott. Das klemmt. Ach nee. Captain Obvious. Was macht es? Ah, okay. Das macht's auf und dann können wir hier das Rad drehen, was natürlich zufälligerweise das hier auslöst. Okay. Hoch. Nein.
Gut, da setze ich dann ab und zu auch mal die Macht der Sand ein. Diese Zahnräder passen wohl auch nicht. Oh Gott. Oh nee, haben wir hier jetzt ein Zweifachrätsel? Oh nee. Oh. So, was macht das hier? Okay, das dreht das. So. Dann haben wir das. Dann müsste hier das hier. Genau, wunderbar. Dann passt die Übersetzung. Dann haben wir das Rad rumgedreht. Hallo? Müssen wir das noch weiter drehen? Nein, 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 stopp, stopp, stopp. So, da hat es keine Übersetzung mehr. Hä? Nochmal. So vielleicht? Diese beiden Teile müssen zusammenpassen. Ja, die passen doch, Prinz. Hallo. Oder muss ich das komplett rumdrehen, dass es nach unten zeigt? Weil mehr geht's ja nicht. So, das macht's dann nach hier oben. Aber normalerweise... Was soll denn da jetzt funktionieren? Warte, jetzt mal gucken. Wie rum willst du? Vielleicht kann ich das Zahnrad mit dem gebogenen Teil verrücken. Aber wie? Das frage ich mich. So. Und jetzt so? Aha, okay. Ganz, ganz komisch. Oh Gott. Ja, das wird jetzt lustig. Ah, nee, da sind ja. Nein! Aber die Zahnräder sind wenigstens okay. Oh, hoffentlich sind wir jetzt noch nicht gesprungen. Okay, nein, sind wir nicht. Aber wir müssen doch nach da drüben. Ja, wunderbar, so. Kommen wir? Ja, schaffen wir. Und rüber, rüber. Komm schon, Prinz, komm schon. Und spring. Wunderschön haben wir das mal wieder gemacht. Wir sind einfach der beste Prinz. Der beste Prinz of Persia. Ah, da bist du. Malik. Eine große Gruppe Sandsoldaten ist unterwegs. Ich kann sie aufhalten, aber du musst die Tore schließen. In Ordnung. Was muss ich tun? Woher soll ich das wissen? Na, vielen Dank. Du bist hier. Die Hebel hinter dir blockieren den Mechanismus. Entriegelst du ihn, dann sollte sich wohl die Brücke heben lassen. Sie sind durchgebrochen. Bring es schnellstens zum Laufen. Na super. Die Festungstore. Oh nee. Aber wie es hier bei den Festungstoren weitergeht, sehen wir in der nächsten Aufnahme von Let's Play Prince of Persia, The Forgotten Sands. Tschüssi.